Therapie bei Dickdarmkrebs. Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn man eine Krebsdiagnose erhält, dann ist das immer erst einmal ein Schock. Und schnell stellt sich dann die Frage, wie die Behandlung ablaufen wird. Eine Operation, eine Chemo, eine Bestrahlung, was davon, in welcher Reihenfolge? Heute geht es bei uns um den Dickdarmkrebs. Bei mir ist Bashar Abd al-Rahim, er ist Leiter des Departments Allgemeine und Viszeralchirurgie an der Asklepios Klinik Sebnitz. Schön, dass Sie Zeit haben. Vielen Dank für die Einladung. Erklären Sie uns doch erst einmal, wo kann der Krebs im Dickdarm sitzen? Also, der Dünndarm geht in den Dickdarm ober im rechten Unterbauch. Der Dickdarm besteht aus verschiedenen Abschnitten. Der geht einmal hoch, dann einmal quer rüber im Oberbauch und dann läuft einmal runter bis zum sogenannten S-förmigen Darm. Und dann kommt die letzten 16 cm vom Dickdarm, die sind der Mastdarm. Der Krebs kann überall im Dickdarm sitzen, kann überall entstehen. Häufig ist aber, dass die Fälle, also etwas weniger als die Hälfte, im Mastdarmbereich entstehen. Das heißt also, der läuft ja so rum im Körper, einmal das so ist wie und ein so Rahmen. Und so. Genau. Und meistens sitzt er hier links unten, ne? Genau, also fast die Hälfte im linken Dickdarm. Ja. Wie stellen Sie das fest, ob es einen Krebs gibt bei einem Das Verdacht. Ist meistens durch die Vorsorge, dass die Patienten zur Vorsorge gehen, wird eine Darmspiegelung gemacht. Bei der Darmspiegelung stellt der Gastroenterologe fest, dass ein Tumor ist im Bereich des Dickdarms, wird eine Probe entnommen. Der Probe wird geschickt zu der histologischen Untersuchung, wo der Pathologe die Probe arbeitet oder ausarbeitet. Ja. Und dann wird daraus festgestellt, dass ein Krebs ist. Ja. Und dann kommt der Patient zu weiterer Diagnostik. Das heißt, dass diese Darmspiegelung im Grunde genommen ja das Mittel der Wahl ist für Sie, ne? Genau, das ist der Mittel der Wahl und die auch feingewebliche Untersuchung, was dabei rauskommt. Ja, das heißt ja auch, wenn man regelmäßig zur Darmkrebsvorsorge ginge, zur Darmspiegelung. Das spielt eine große Rolle bei der Verhinderung von Darmkrebs, dass man auch ganz früh die Darmkrebse entdeckt und auch entsprechend behandelt. Ja, man sagt ja, es gibt einen kleinen Krebs, es gibt einen großen Krebs, er hat weit um sich gegriffen. Da gibt es, glaube ich, so Einteilungen, wie schwach oder wie stark der Krebs ist, oder? Das ist auch ein Thema, muss man einfach wissen, wie groß der Darmkrebs ist, wie weit ausgedehnt ist in die Dickdarmwand, ob da Lymphknoten befallen sind und ob da auch Metastasen drin sind. Deswegen macht man immer eine Untersuchung weiter, das heißt beispielsweise die Computertomographie, so eine Schichtaufnahme vom Bauch, guckt man die ganzen Organe im Bauch, ob da Fernmetastasen da sind und wie weit die Lymphknoten befallen sind und wie weit auch der Dickdarmkrebs einwächst in den Dickdarmwand. Ja, wenn das jetzt, also wie viel muss denn dann raus? Also jeder Darmabschnitt hat ein Darmfett, da drinnen sind die Arterien oder die zuführenden Blutgefäße. Entlang der Blutgefäße laufen, sind auch die Lymphknoten und der Stock, was der Dickdarmkrebs da setzt, muss einfach mal raus mit den ganzen Blutgefäßen, Lymphpakete da drin und Darmfett. Ja, das heißt, mit Sicherheitsabstand auch von dem Krebs auch. Ja, also das heißt einmal der Abschnitt im Darm selber, dann die dazu führenden Blutgefäße und die Lymphknoten, über die sich ja der Krebs, glaube ich, vorrangig auch verteilen würde im Körper, oder? Richtig, richtig. Ja. Ja. Wenn man jetzt einen Bericht bekommen hat vom Pathologen nach der Darmspiegelung, der hat vielleicht auch eine Probe genommen. Wer entscheidet dann, wie Sie mit dem Patienten weiter verfahren? Also,
Erstmal wird die Computertomographie durchgeführt und dann wird der Fall vorgestellt in einer Tumorkonferenz. Das ist so eine Kommission von verschiedenen Fachabteilungen. Da kommt ein Onkologe dazu, da kommt ein Strahlentherapeut und die Gastroenterologen dabei und die Chirurgen. Mhm. Und wird dann der nächste Schritt entschieden, wie es weitergeht. Mhm. Das heißt also, macht man das, trifft sich diese Tumorkonferenz einmal zu Beginn bei der, oder zu Beginn, auch, da, auch später nochmal? Genau, auch später nach der Operation, wenn es operiert werden sollte, oder auch zum Beispiel ein Mastdarmkrebs mit der Radiotherapie oder Chemotherapie vorbehandelt ist, trifft man auch diese Kommission, treffen sie sich wieder und wird eine Entscheidung wieder getroffen, ja, wie es weitergeht. Ja. Weil jeder Krebs anders verläuft. Genau, ne? Jeder Fall wird individuell, also diskutiert. Ja, jeder Mensch ist anders. Genau. Wenn wir jetzt über eine Operation sprechen würden, wird die immer groß geschnitten? Nicht immer, nein, das war der Goldstandard vor 20 Jahren vielleicht. Jetzt wird meistens mit minimalinvasiver Technik durchgeführt, das heißt über kleine Schnitte in den Bauch und dann wird der Krebs auch onkologisch mit dem gesamten Lymphknoten und die Blutgefäße vollständig entfernt. Und in einzelnen Fällen, wo zum Beispiel ein Patient mehrfach voroperiert ist und man erwartet, dass da ganz viele Verwachsungen drin sind, dann wird offen operiert mit einem großen Schnitt. Ja, aber das versucht man, glaube ich, eher zu vermeiden. Genau, oder? Versucht man immer eher zu vermeiden, aber in einzelnen Fällen dann, ja, geht nicht anders, also muss man einen Schnitt machen. Ja. Aber die meisten, wie gesagt, die meisten sind laparoskopische Versorgung, also mit der Bauchspiegelung. Ja, genau. Also die Frage ist ja auch, man hört ja immer so viel, wird da sofort operiert? In welchen Fällen wird sofort operiert? Oder machen Sie erstmal eine Chemo, damit sich der Tumorherd vielleicht verkleinert? Kann man das irgendwie einordnen, wann man was macht? Also muss man unterscheiden zwischen Dickdarmkrebs oder Mastdarmkrebs. Mhm. Dickdarmkrebs, in den meisten Fällen wird erst operiert und dann erfolgt je nachdem eine Chemotherapie. In Mastdarmkrebs wird meistens auch eine Vortherapie mit Bestrahlung und Chemotherapie. Das spielt eine große Rolle bei Verkleinerung des Tumors und die Lokalkontrolle über den Tumor und dann erfolgt dann die Operation. Es gibt auch Stadien, wo der Tumor sehr klein ist, ganz am Anfang, begrenzt auf Schleimhaut, kann man hier ein lokales Verfahren, sowohl im Dickdarm als auch im Mastdarm, dass man den Tumor einfach entfernt, zum Beispiel durch die Darmspiegelung. Ja, genau, das bringt mich nochmal zurück zur Vorsorge, denn ich kann mir vorstellen, in diesem sehr frühen Stadium merkt man überhaupt nichts. Meistens, genau. Ne? Deswegen ist die Vorsorge sehr wichtig. Ja, genau. Ja, und dann ist die Sache auch schnell erledigt. Genau. Nun waren wir ja bei den etwas fortgeschritteneren Fällen, wo also zumindest mal ein Stück vom Darm raus muss. Mhm. Und Sie ja eben sagten, manchmal eine Chemo davor, um die Herde zu verkleinern, manchmal eine Chemo Das ist meistens im Mastdarmkrebs. Ja. Mastdarmkrebs, wenn das lokal fortgeschritten ist, Lymphknoten befallen sind oder der Tumorausdehnung in Dickdarmwand groß ist, dann erfolgt eine Bestrahlung und dann eine Chemotherapie. Das ist eine Kombination und das ist sehr sinnvoll, weil wie gesagt, durch die Bestrahlung ist die lokale Kontrolle sehr groß, ist über den Tumor. Dadurch wächst der Tumor nicht weiter. Und hat man die Kontrolle über die Chemotherapie, hat man eine systemische Kontrolle über den Tumor, weil es gibt auch Krebszellen, die manchmal zirkulieren in Blutgefäße und hat man durch die Chemotherapie die Kontrolle drüber. Und macht man diese Kombination 4 bis 6 Wochen und dann muss man einfach mal warten, weil es gibt auch, also die Therapie wirkt nicht nur im Moment, sondern auch verzögert danach. Mhm. Und dann wart mal, also die Studien zeigen, dass am besten der beste Zeitpunkt zum Operieren ist 6 bis 8 Wochen nach der Therapie und dann kommt die Operation, dann wird ein Stück Dickdarm entfernt und auch je nachdem wird der weitere Therapie auch entschieden. Jetzt sagten Sie gerade, die Chemo ist systemisch, das heißt, sie wirkt auf den ganzen Körper. Die Bestrahlung wirkt ja eigentlich lokal. Lokal, richtig. Da denkt man doch,
ist lokal nicht besser? Also warum bestrahlt man nur im Bereich vom letzten Stück, also vom Mastdarm oder Enddarm, Rektum? Das ist auch eine gute Frage, weil wenn der Tumor zum Beispiel Anschluss hat an Blutgefäße oder Lymphknoten, dann sind auch Krebszellen, die in Blutgefäße laufen, also über Blut zirkulieren im gesamten Körper. Und durch die Chemotherapie kann man diese Zellen auch angreifen und töten. Ja. Genau, aber die Bestrahlung, also heißt das, dass die Bestrahlung am besten im untersten Bereich des Darms funktioniert und darüber nicht? Kann man das so sagen? Kann man das so sagen, weil der Dickdarmbereich, also ganz oben, der Mastdarm reagiert ganz gut auf die Bestrahlung, die Darmkrebse, die Mastdarmkrebse, aber im Kolonbereich, also oben im Dickdarm, die ist fast unempfindlich. Ach so. Also die reagiert nicht auf die Bestrahlung. Ja, okay. Genau. Viele Menschen haben Angst davor, dass sie nach der Krebstherapie mit einem künstlichen Darmausgang zu tun haben. Wann, also dieser künstliche, da gibt es für mich zwei Fragen. A, bleibt der Darmausgang? Und B, in welchen Fällen überhaupt? Genau. Also im Prinzip gilt das so, im Dickdarmbereich braucht man bei geplanten Operationen keinen Darmausgang, bleibt auch nicht. Bei Mastdarmkrebs, also es gibt zwei Sachen, also wenn der Schließmuskel betroffen ist mit dem Krebs, dann muss der raus und dann bleibt ein künstlicher Darmausgang. Mhm. Wenn der Mastdarmkrebs tief sitzt, dann muss man, wenn man einen Darmkrebs entfernt, muss man ein Stück Darm raus, muss man eine neue Verbindung wieder machen. Und das Risiko bei Mastdarmkrebs, wenn der tief sitzt, das Risiko, dass der Anastomose oder sogenannte Neudarmverbindung aufgeht, ist groß bei 20% der Patienten. Und deswegen schaltet man einen vorübergehenden künstlichen Darmausgang und bleibt in der Regel also 3 bis 6 Monate. Kann man danach wieder anschließen. Aha, das heißt, danach wird dann wird es wieder zurückverlegt und meine Verdauung funktioniert so, wie sie immer vorher funktioniert hat. Genau, ist es so. Und man vermeidet auch sehr viele Risiken und Komplikationen, weil wenn die Darmverbindung aufgeht unten im Becken, das ist auch ein großes Thema, muss man wieder operieren oder muss man auch einen künstlichen Darmausgang wieder anlegen. Ja, das ist eine Bauchfellentzündung auch mit dabei meistens, deswegen ist das ein schwieriges Thema. Ja, weiß ich das vor der Operation, ob Sie einen künstlichen Darmausgang legen werden? Da werden durch die Untersuchung genau festgestellt, wo der Tumor sitzt und weiß man nicht, ob hier meistens weiß man vorher, ob hier ein künstlicher Darmausgang gebraucht wird oder nicht. Ja. Genau, es ist wahrscheinlich, es sei denn, es ist ein Notfall, da geht sowieso alles von vorne los. Ne? In Notfalloperationen ist es anders, weil es gibt auch verschiedene Sachen. Bei Notfall, es kann ja der Tumor, wenn der Tumor sehr groß eingewachsen ist oder blutet oder einfach mal perforiert, wenn ein Loch entsteht durch die Einwachsung, dann ist es ein Notfall, muss man operieren, kann man auch keine geplanten Sachen vorher machen, zum Beispiel Chemotherapie und muss man schnell operieren, kommt ein Stück Darm raus. Und wenn eine Bauchfellentzündung mit dabei ist, das in bestimmten Fällen macht auch Sinn, dass man einen künstlichen Darmausgang einlegt. Ja. Gut, jetzt hatten wir ja eine geplante Darm-OP. Jetzt komme ich aus der Operation, dann bin ich wahrscheinlich 24 Stunden intensiv, oder? Intensivstation? Ja, in der Regel kommen die Patienten auf Intensivstation. Das hängt auch davon ab, ob der Patient vorerkrankt ist, hatte ganz viele Vorerkrankungen, nimmt ganz viele Medikamente, ist der kardial, also Herz vorbelastet oder mit der Lunge hat er auch andere Krankheiten. Manche Patienten zum Beispiel nach der Entfernung von einem rechten Dickdarm, das reicht auch, der geht auch danach gleich auf normale Station. Okay. Ja. Und nach wie vielen Tagen bin ich raus? Nach solchen Operationen in der Regel 7 bis 10 Tage. 7 bis 10 Tage? Ja. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!